Dankeschön. Carsten Siel ist mein Name. Ich bin Filmwissenschaftler und jetzt seit 12 Jahren fürs Deutsche Filminstitut tätig, mit Lehrerfortbildungen, Schülerworkshops für unterschiedliche Projekte, Schulkinowochen, Lukas etc. Und wir haben das Material von Olaf Schneider zum Film 2001 getestet. Hat sich angeboten, weil natürlich aktuell noch die Ausstellung im Filmmuseum zu sehen ist und natürlich auch, weil der Film nicht nur vor 50 Jahren die Wahrnehmungsgewohnheiten gesprengt hat, sondern auch für Schüler heutigen Alters sicherlich eine Ausnahmeerfahrung ist. Und wir wollten gucken, wie sozusagen so ein extremes Kunstwerk mit dieser App funktioniert. Das sind so die Rahmenbedingungen, also du hast es ja schon erwähnt, wir haben am neuen Gymnasium in Rüsselsheim gearbeitet, mit dem Lehrer Dr. Michael Kors, ist auch anwesend hier im Publikum. Ja, eine sogenannte Tablet-Klasse, also die jetzt schon ein paar Jahre Erfahrung haben, Tablets im Unterricht zu verwenden, 13. Jahrgangsstufe, Deutsche LK. Wir haben mit 13 Schülerinnen und Schülern gearbeitet und die hatten alle ja so ein Basiswissen in Filmanalyse. Die haben den Film 2001 nicht komplett gesehen, sondern ich habe eine kurze Einleitung gegeben, also Produktionsbedingungen, historischer Kontext, und wir haben unterschiedliche Sequenzen uns angeschaut. Genau, das war die Arbeitssituation und wir haben uns Dawn of Man angeschaut. Das ist die nächste Sequenz, wo der Monolith gefunden wird. Dann Mensch gegen Maschine sozusagen, der Computer wird ausgeschaltet und die Sequenz, die Sie sicherlich auch alle kennen. Dann die Endsequenz bis zum White Room. Ja, wie lautet der Arbeitsauftrag? Also wir haben natürlich überlegt, wie richten wir das ein, dass es möglichst sozusagen klare Ergebnisse gibt, wie die Schüler überhaupt damit zurechtkommen, ohne Anleitung. Und dann haben wir gesagt, ihr arbeitet in Dreiergruppen. Zwei Personen beschäftigen sich jeweils mit dem Material. Ich habe auch nicht vorgegeben, ob das im Team bearbeitet werden soll oder einzeln. Und eine Schülerin oder ein Schüler dokumentiert diese Arbeit. Das heißt, gibt es Probleme bei didaktischen Fragen, inhaltlichen oder auch technischen Aspekten. Und dann haben wir die erstmal ein paar Stunden arbeiten lassen. Genau, so sah das dann aus. Wir haben dann einzeln an den Tablets gearbeitet. Also welche Pro- und Kontrapunkte werden dann die Schüler selber erklären, das ist viel spannender. Und wir haben natürlich zum Schluss dann auch nochmal die Arbeit gemeinsam ausgewertet. So, ich stelle ganz kurz dieses Material vor. Olaf Schneider hat es ja schon exemplarisch an den anderen Filmen erklärt. Ähnlich funktioniert das hier auch. Das ist ein sehr umfangreiches Material. Und es gibt auch Lösungsvorschläge. Und wir haben dann hier zu Dawn of Man, Bildgestaltung und Montage gearbeitet. Die Arbeitsblätter sehen dann folgend aus. Ja. Also hier eine sehr offen gehaltene Frage. Analysieren Sie den Abschnitten gruppenweise die filmische Gestaltung und setzen Sie sie in Bezug zur Handlung. Da hat man verschiedene Sequenzen, die man sich angucken kann und dann sozusagen das verschriftlicht. Hier ging es darum, Screenshots zu ziehen und die jeweils zu den unterschiedlichen Einstellungsgrößen zuzuordnen. Diese Icons konnte man dann eben auch verwenden. Dann nochmal eine Aufgabe zur Montage und da gab es einen sehr umfangreichen Einleitungstext. Erstmal Theorie der Montage und letztendlich noch zum Sounddesign. Also hier eine Originalszene, die man nochmal mit unterschiedlichen Geräuschen und verschiedenen Musikstücken selber vertonen konnte. So, dann würde ich doch vorschlagen, dass ihr vielleicht mal erklärt, wie ihr sozusagen mit dem Material zurechtgekommen seid, wo es Probleme gab oder was ihr auch tatsächlich sehr gelungen fandet. Also wir beide waren in der Gruppe, wir haben dokumentiert, was gemacht wurde. Wir haben nicht wirklich mit dem Material gearbeitet, aber wir haben natürlich zugeschaut, was unsere Mitschüler gemacht haben. Und da fanden wir, dass die Einführungstexte, die zwar ziemlich ausführlich waren, trotzdem ziemlich informativ und auch gut gemacht wurden. Und man konnte auf jeden Fall mit dem Material dann später auch eine
spätere Filmanalyse gehen, in was anderes, also nicht spezifisch zu dem Film. Man hat auf jeden Fall was mitgenommen und das hat uns auf jeden Fall schon gefallen. Es war eine kreative Arbeit. Also wir haben uns ja mit dem Material auseinandergesetzt und wie vorhin schon gesagt wurde, ist es natürlich etwas anderes, ob man den Film anschaut und darüber spricht oder direkt am Film arbeitet. Das geht natürlich mit der App sehr gut und man konnte auch die Ergebnisse immer direkt in die, zum Beispiel wie Sie gesehen haben, bei dem Dawn of Man, bei der Bearbeitung, direkt zu den Filmszenen unten drunter schreiben, beziehungsweise oben drüber. Da mussten wir aber anmerken, dass das Textfeld quasi oben drüber ist und wenn man dann angefangen hat zu schreiben, ist quasi die Aufgabe weiter nach unten gerutscht und man konnte nicht parallel dazu sich die Sequenz anschauen. Ja. Gleichzeitig könnte man auch zu der Aufgabe sagen, dass manche der Schüler fanden, dass sie ziemlich kompliziert gestaltet war. Also man hätte zum Beispiel sie mehr unterteilen können. Das heißt, Aufgabe 1 beschreibt, was sie sieht, Aufgabe 2 analysiert und interpretiert. Einfach, dass die Schüler es mehr strukturierter bearbeiten können. Und es war auch so, dass viele die Aufgaben unterschiedlich gewichtet haben. Das heißt, vielleicht könnte man sowas mit Bearbeitungszeit vorgeben. Bedeutet, dass man einfach weiß, wie viel Zeit sollte man sich grob für die Aufgaben nehmen, damit man sich nicht zu lange damit aufhält. Weiterhin wurde vorhin zum Beispiel gesagt, dass eine Bearbeitung am Tablet nicht möglich sei. Das geht natürlich schon. Man konnte die Aufgaben, wir haben sie ja am Tablet bearbeitet, sie waren sehr gut bearbeitbar. Allerdings gab es ein paar Probleme, zum Beispiel, wenn man eine externe Tastatur dabei hatte, die man quasi über Bluetooth dann angeschlossen hat, dann ging das natürlich viel besser zu bearbeiten, als wenn man in dieses Textfeld reingeschrieben hat und die quasi die Tastatur auf dem Bildschirm hochgefahren ist. Demzufolge ist eine Bearbeitung am PC natürlich um einiges besser, also man kann mit der Klasse sehr gut in den Computerraum gehen und die Aufgaben dort bearbeiten. Was wir uns jetzt auch überlegt haben, ist, dass man nicht Lösungen wirklich vorgibt, sondern mehrere Lösungen angibt, weil vor allem der Film ist sehr reich an Interpretationen und weil er halt auch so lang ist und nicht so viel, wie soll ich sagen, Sprache enthält und Text enthält, sondern mehr mit Bildern arbeitet. Und ich würde sagen, dass man vielleicht sowas machen könnte wie mehrere Lösungsvorschläge angeben und dann den Schülern die Aufgabe geben, ja, diskutiert die Lösungsvorschläge, welche empfindet ihr als sinnvoll, welchen würdet ihr zustimmen und welchen nicht. Ja, es war eine sehr visuelle Erfahrung, der Film, und da gab es dann natürlich bei der Montage, bei der Montage war das die Aufgabe, könnten Sie kurz auf die Folie gehen, genau hier, da hat man, da hat man ja quasi mit den Symbolen gearbeitet, also man hat es dann die Aufgabe nicht als Text bearbeitet, sondern wirklich diese Funktionen und Werkzeuge dann quasi in die richtige Reihenfolge geschoben, dass man dann wirklich die Arbeitsergebnisse direkt übersichtlich als Bild hatte. Allerdings gab es hier das Problem, so war es nicht beim Text, dass man, wenn man quasi den Browser verlassen hat und diesen wieder geöffnet hat, dann war der Text immer noch genauso da. Die Symbole waren quasi auch noch in dem Bearbeitungsfeld enthalten, aber nicht mehr in der Ordnung, wie man sie davor gespeichert hatte. Was uns auch aufgefallen ist, wie vorhin schon vorgestellt, gibt es dieses kleine Kamera-Ikon da rechts unten an der Seite und viele der Schüler haben es nicht wirklich gefunden. Es wurde zwar in der Aufgabenstellung geschrieben, aber man hat gedacht, dass man ein eigenes Screenshot machen muss und das aus der Galerie hinzufügen und wenn da man so ein kleines Tutorial wie hinzufügen würde, einfach nur ein kleines Bild, wo dann die Pfeiltaste auf das Kamera-Ikon zeigt, das wäre um einiges praktischer und dann würde es auch jeder verstehen. Und ja. Ja, Dankeschön. Vielen Dank erstmal euch beiden. Wir haben jetzt die ganze Zeit über... Ist ja nett, dass es Zwischenapplaus gibt, aber wir sind noch nicht am Ende. Also müsst noch mal klatschen. Was mich ja noch mal ein bisschen interessiert, und ich meine, wir reden ja jetzt nicht nur über Werkzeuge, sondern da ging es ja um einen Film. Und Carsten Siehl hat ja schon gesagt, das ist ein 50 Jahre alter Film.
Was hat der mit euch gemacht? Und ja, wie seid ihr da mit dem Film überhaupt zurechtgekommen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Oder auch mal die konkrete Frage, hat ihn einer von euch da nochmal ganz geguckt? Also ich persönlich habe den Film nicht nochmal ganz geguckt. Wir hatten die 60 Minuten im Unterricht geguckt und quasi haben wir immer die einzelnen Sequenzen so gesehen am Stück. Deswegen muss ich auch sagen, man ist relativ gut damit zurechtgekommen, wenn man die Sequenz direkt immer vorliegend hatte. Man konnte immer direkt quasi am Film arbeiten. Deswegen hat man das sehr gut verstanden und auch damit arbeiten können. Ja, sehe ich auch genauso. Ich habe mir den Film danach auch nicht nochmal angeschaut. Wir hatten wie so eine kleine Zusammenfassung. Also wir hatten am Anfang einen Teil zu sehen, dann im Mittelteil nochmal wichtige Szenen. Und dann zum Schluss hatten wir nochmal das Ende. Also wir hatten wie so eine grobe Zusammenfassung vom Film gehabt und dann ließ sich das auch ganz gut bearbeiten. Wegen halt auch diesen Filmclips, die man dann zu der Aufgabe nochmal gesehen hat. Ja, ich denke, wir sollten mal ins Plenum gehen und vielleicht gibt es ja noch Fragen. Jetzt sitzen ja auch Leute da, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben, als unsere Adressaten. Und insofern gibt es ja vielleicht Möglichkeiten, jetzt mal nachzufragen. Nachher gibt es ja auch nochmal eine Schülerrunde, wo man vielleicht auch nochmal direkt nach den Dingen, die in der Schule interessant sind, fragen kann. Das ist natürlich jetzt eine rein theoretische Frage, aber wenn ihr jetzt den Film vorher, ihr habt ihn nicht vorher in ganzer Länge gesehen, ne? Versetzt euch mal in jemanden rein, der den Film vorher im Kino in der ganzen Länge gesehen hätte. Wäre dann die vielleicht noch aufregender gewesen, die Aufgabe, oder wäre das dann vielleicht schon wieder zu langweilig? Also, ich weiß jetzt nicht, ob es für ihn aufregender gewesen wäre, aber er hätte quasi... Wenn man den Film einmal guckt, dann vergisst man ja sehr viel wieder. Man erinnert sich an wichtige Szenen, aber also an viele Szenen, aber zum Beispiel einzelne Szenen, nehmen wir jetzt zum Beispiel diese, sind da vielleicht in Vergessenheit geraten. Man hat einzelne Details vergessen und diese werden quasi nochmal aufgefrischt. Also man kann sich nochmal damit mit dem Film komplett auseinandersetzen. Aber auch für eine Person, die den Film quasi vorher überhaupt nicht gesehen hätte, die könnte auch sehr gut mit dem Material arbeiten, weil es abgebildet ist. Hallo. Hat das Arbeiten mit dieser App, mit diesem Worksheet, euer Sehen von anderen Filmen verändert oder als das Schauen auf Film? Also es ist quasi wie wenn man lesen lernt. Vorher sieht man immer nur Buchstaben und kann keine Wörter sich reimen und wenn man dann auf etwas guckt, dann sieht man sofort das Wort. Also durch vor allem auch Einführungstexte, wo dann viel beschrieben wurde mit Halbtotale und Totale und es war halt, man schaut sich jetzt einen Film wirklich anders an, man denkt anders drüber, man weiß mehr so, ach ja, diese Szene wird jetzt gezeigt, um das und das zu erklären, also man macht sich auf jeden Fall mehr Gedanken drum als vorher. Ja, erstmal herzlichen Dank. Ich finde es toll, dass ihr euch damit beschäftigt habt und euch gewagt habt, hier hinzusetzen und vor diesem illustren Kreis zu sprechen. Das ist schon mal prima. Ansonsten, ich glaube, ich möchte den Spielfilm vor der Schule schützen. Das sage ich als Mitarbeiterin des Medienzentrums. Ich hoffe, ich weiß, Sie verstehen, was ich damit meine. Also es gibt so ein paar Filme, die einem am Herzen liegen, mehr und weniger und sonst was. Das ist einer davon, den man im Royal in der Schäfergasse gesehen hat. Das musste dieses Kino sein, es war das größte in Frankfurt. Und es war zu der Zeit wirklich ein Wow schon, weil es einfach ein ganz extremer Wechsel von Bildern war, zu dem, was man vorher gesehen hat. Filmsprache ist Filmsprache. Und ich glaube, wer als Filmemacher, Filmemacherin gute Filme macht, vermittelt sich. Und deshalb sage ich nicht, dass es nicht Filmvermittlung geben sollte oder was. Aber erst war der Film, dann kam die Filmanalyse und die Filmtheorie. Und das fehlt mir so ein bisschen. Da. Gut. Okay, ja. So viel das Plädoyer von Beate Feierabend zur Rettung des Spielfilms vor den Schülern. Jetzt kommt aber erst nochmal ein Schüler zu Wort.
Zeit habt ihr gehabt, um den Film zu bearbeiten? Also wir hatten quasi 6 Schulstunden. Wir haben in den ersten beiden haben wir grob den Film gesehen. Und dann hatten wir zwischendurch natürlich immer unsere Pausen. Und 3., 4., 5., 6. haben wir dann den Film bearbeitet. Da war es dann halt so gewesen, weil wir solche Bearbeitungsvorgaben nicht hatten, haben viele der Schüler die Aufgabe 1 zum Beispiel, länger bearbeitet. Und dann haben manche der Schüler Aufgaben so lange bearbeitet, dass sie gar nicht zum Schluss gekommen sind. Das heißt, wir konnten das ganze Material, das wir dann auch hatten, nicht alles machen. Ja, ich wollte, das geht eigentlich noch so ein bisschen auch in Ihre Richtung, Kai. Du hattest eben am Gespräch beim Mittagessen zu mir gesagt, eigentlich ist es schade, jetzt wo ich das gemacht habe, schaue ich einen Film nicht mehr wie vorher. Vorher war es ein schöner Film, ich habe mir keine Gedanken gemacht. Und jetzt jedes Mal, wenn ich eine Einstellung sehe, denke ich, aha, halbtotale Detail. Ja, das heißt, da müssen wir uns auch drüber im Klaren sein. Mit der Möglichkeit, etwas intellektuell zu zerlegen, zerlegen wir auch das Gesamtkunstwerk. Und den Gesamteindruck. Ich halte es für wichtig, ich bin auch dafür, aber das steckt natürlich schon dahinter. Ist der Kaspar Hauser-Effekt, wenn man so will. Ja, also Katja Hilfmeier, Deutsche Filmakademie. Wir machen seit 2013 ein großes Projekt mit Klassikern. Wir gehen mit Schülern ins Kino und wir wollen auch ins Kino gehen. Wir möchten nicht irgendwo in der Aula sitzen, die nicht richtig dunkel ist. Und zeigen immer Double Features. Wir zeigen 2 langformatige Filme im Kino und sprechen mit denen darüber. Und das ist schon manchmal, glaube ich, auch eine Tortur für die, ganz ehrlich. Aber es hat einen wahnsinnigen Erkenntnisgewinn. Und ich kann den Unmut ein Stück verstehen, dass man sagt, wie die oder arbeiten zu diesem Film und haben den nicht gesehen. Aber vielleicht nicht ganz so. Man muss nicht so ausschließlich sehen. Also wir können ja beides machen. Wir können mit denen Klassiker anschauen, wir können das im Kino machen, wir können mit denen drüber sprechen, mit den Schülern und ausführlich, aber wir können doch auch mit Filmausschnitten arbeiten. Also das ist jetzt natürlich exemplarisch hier dieses Projekt, aber diese Ausschließlichkeit, ist, da nimmt man sich viel Potenzial, glaube ich, in der Filmbildung. Das sollte man ein bisschen mischen. Danke. Ja, noch eine Wortmeldung und dann auf die Tine zur Pause rufen. Nein? Also ich würde sagen, man darf durchaus den Film analysieren und man darf auch die Abiturienten mal mit solchen Werkzeugen konfrontieren und die werden dann trotzdem irgendwann noch ins Kino gehen und Avengers gucken und nicht jedes Mal überlegen, boah, was ist das jetzt für ein Close-up oder wie ist jetzt dieser Special-Effekt entstanden? Also man lässt sich dann schon auch wieder überwältigen. Es geht uns ja nicht anders, die wir das professionell schon lange machen und sind trotzdem nicht ständig nur darüber nachzudenken, wie das jetzt gemacht wurde. Von daher, was ich halt wirklich schön finde, wenn die Lehrer dann eben nicht nur diese 60 Minuten oder was sie da gesehen haben zeigen, sondern wirklich versuchen, auch den Schülern dann den ganzen Film noch nahe zu bringen, weil das nochmal ein ganz anderes Erlebnis ist. Also gerade bei diesem Film und auch gerade bei Kubrick, also der muss auf der großen Leinwand gesehen werden und wenn man den dann dort im Schnipsel sieht oder dann im dann auch nur auf so einer Projektion von einem Beamer, man glaubt es nicht. Also wirklich, ich war in Karlsruhe gesessen vor der gerunden, halbrunden Leinwand und das ist nochmal ganz anders. So ein bisschen so wie, muss man die Kunstwerke im Museum sehen oder darf man dann auch mit Dias arbeiten, in der Kunstgeschichte beispielsweise? Ich würde ja sagen, am besten beides und grundsätzlich aber bitte erst ins Kino gehen, wenn es geht. Ja, und dazu muss ich auch noch sagen, also selbst als Filmwissenschaftler oder Filmpädagoge, ich arbeite jetzt seit 14 Jahren mit Schülern und bin alles am Hoch und Runter analysieren, also man kann danach auch noch Filme naiv gucken, ja, und sich mitreißen lassen, also das ist noch möglich. Ja, ja gut, damit wir den Zeitplan wieder fast eingeholt haben, Carsten Siehl, Kai und Shari. Ja, vielen Dank erstmal für diese Darstellung. So.